Shalom Aleichem. Erste Buch Mosche, Kapitel 18, steht geschrieben, dass Gott hat erscheint zu Abraham in Elone Mamre und er sitzt in sein Ausgang von seinem Zelt. Und wie war das Wetter damals? Heiß. Heiß, Hitze, große Hitze. Und dann hebt er seine Augen auf und was sieht er? Drei Engel. Wozu drei Engel? Ein Engel ist gekommen, um zu sagen, Sarah, dass sie bekommt den Yitzhak. Also er sagt ihr die Nachricht, dass sie wird Bezrat Hashem mit Gottes Hilfe bekommen, ein Baby, Yitzhak. Der zweite Engel kommt, um zu zerstören Sodom und Gomorra. Und der dritte, um gesund zu machen, um heilen Abraham. Warum Abraham war nicht gesund? Weil er eine Beschneidung hat. Okay. Vielleicht kriegen wir auch den Namen von dem Engel. Der hat gesagt, Sarah, dass sie bekommt ein Kind, wie heißt er? Michael, sehr gut. Der kommt zu stören Sdom und Amora, wie heißt er? Gabriel, ja, vermord. Und der kommt, um zu heilen Abraham von seiner Beschneidung, wie heißt er? Raphael. Es ist sehr interessant, Hashem hat seine Erscheinungen durch Engel, durch Malachim. Jeden Malach hat seine Aufgabe, sein Schlichut. Und steht geschrieben, ein Malach echad oseh shtei shlichuyot. Ein Engel macht nicht zwei Aufgaben. Heute in die moderne Welt, anstatt zu teilen, dass viele Menschen machen eine Sache, es ist besser, dass ein Mensch macht das, stimmt? Er kann machen drei Sachen gleichzeitig. Aber bei Hashem ist das anders. Jeden Malach, jeden Engel hat seine bestimmten Aufgabe. Jeden Malach kommt, um zu machen seine Aufgabe. Und da haben wir zwei Fragen. Die erste Frage ist, von den drei Engeln, die kommen, wer hat im Prinzip nichts zu suchen jetzt bei Abraham? Von den drei Engeln. Der zweite, der Gabriel. Was ist er anders als die andere? Weil er ist gekommen, um etwas Schlechtes zu sagen. Sehr gut, also Gabriel ist gekommen, um zu zerstören Sdom und Amora. Und was hat er zu suchen jetzt bei Abraham? Die zwei Engel, die gekommen zu Abraham, die zwei andere, reichen. Reicht derjenige, der Michael, der kommt zu Sarah und er sagt, du bekommst ein Baby. Und reicht Raphael, der kommt zu Abraham und er heilt ihn von seinen Schmerzen bei der Beschneidung. Also das ist eine große Frage. Was hat Gabriel hier zu suchen? Die Frage wird noch größer, wenn wir gucken, Kapitel 19, steht geschrieben, Vayavo, Shneya Malachim, Sdoma. Was heißt das? Dass zwei Engel sind nach Sdom gekommen. Welche zwei Engel sind gekommen nach Sdom? Gabriel und wer noch? Raphael. Raphael ist auch gekommen nach Sdom, um zu retten, wem? Lot und seine Familie. Und da haben wir eine riesige Frage. Was haben wir gesagt früher? Ein Engel macht keine zwei Aufgaben. Ein Engel macht keine zwei Aufgaben. Und da sehen wir, dass hier ist ein Engel, hat zwei Aufgaben. Haben wir schon zwei Fragen? Haben wir zwei Fragen. Wir wiederholen schnell die Fragen. Erste Frage ist... Was hat Gabriel hier zu suchen? Sehr gut. Was hat Gabriel zu suchen bei Abraham? Wenn seine Aufgabe ist, zu zerstören Sdom und Amora, soll er gehen direkt zum Sdom und Amora und soll er nicht kommen zu Abraham? Die zweite schwierige Frage ist... Wie macht Raphael zwei Aufgaben? Welche zwei Aufgaben macht er? Heilen und retten. Heilen Abraham von seinen... Schmerzen. Von seinen Schmerzen. Und die zweite Aufgabe, was macht er? Retten Lot und seine Familie. Retten Lot und seine Familie. Das ist eure Aufgabe, zu finden, dem Antwort. Eure Aufgabe und die Aufgabe von den Zuhörern, die hören, schreib unten, unter diese Shiur, eure Antwort auf diese zwei Fragen. Shalom.